Die Herstellung von Glas gilt als aufwendiger Prozess. Um eine Glasschmelze zu erhalten, wird viel Energie benötigt. Eine an der Uni Freiburg entwickelte Technologie liefert Glas in bewährter Qualität bei deutlich weniger Energieeinsatz. Bastian Rapp und sein Team haben Methoden der Kunststofffertigung adaptiert. Unsere Gläser sind zunächst ein Kunststoff. Wir machen die gesamte Formgebung daher im Kunststoff bei sehr viel niedrigeren Temperaturen und unter Verwendung von Prozessen, die man wirklich nur für Kunststoffe einsetzen kann, vor allem Spritzguss. Frederik Kotz demonstriert die neuen Granulate, die mit handelsüblichen Spritzgussmaschinen verarbeitet werden können. Die Granulate werden hier oben eingefüllt, werden anschließend aufgeschmolzen und in eine Form hineingespritzt. Dort kühlen die Materialien ab und fallen anschließend automatisiert im hohen Durchsatz aus der Maschine heraus. Man muss sich das so vorstellen, man macht einen Plastiklöffel. Der Plastiklöffel wird dann in den Ofen gelegt und aus dem Plastiklöffel wird ein Glaslöffel. Auf diesem Weg kann man auch Brillen herstellen. Heute werden Brillen oft aus Kunststoff gemacht, damit sie besser an den Nutzer anpassbar sind. Gläser müssen geschliffen werden. Das ist immer ein sehr aufwendiger Prozess. Mit unserem Verfahren ist es nun möglich, über die gleiche Prozesstechnik, mit der wir bisher Kunststoffgläser herstellen, Glasgläser herzustellen. Das heißt, in absehbarer Zeit gibt es wirklich keinen Grund mehr, warum man Brillen aus Kunststoff machen sollte. Generell ist die Verwendung von richtigem Glas ein Vorteil. Gläser können nachbehandelt werden, zum Beispiel über Oberflächenbehandlungen, um sie bruchresistenter zu machen, indem man die Oberfläche nachträglich härtet. Das kennen wir zum Beispiel von den Displays unserer Smartphones, die auch kratzresistent gemacht werden. All diese Verfahren sind für Gläser entwickelt und 100% auf unser Glasmaterial übertragbar, weil es 100% reines Glas ist. Auch gewöhnliche Glasflaschen lassen sich bald günstiger in Serie herstellen. Die Herstellung von Glasflaschen ist ein energetisch sehr aufwendiger Prozess. Der erfolgt immer aus der Schmelze und ist sehr ungenau. Kunststoffflaschen hingegen werden über industrielle Massenreplikation hergestellt. Deswegen sind PET-Flaschen sehr viel günstiger als Glasflaschen. Mit unserem Verfahren kann man nun aber Glas nach genau dem gleichen Prozess strukturieren wie PET-Flaschen. Das heißt, wir können die gleiche Prozesstechnik einsetzen und die Kosten auf diese Art und Weise signifikant senken. Dank der vielen Vorteile rechnen sich die Freiburger Forschenden gute Marktchancen für ihr Produkt aus. In unserer Veröffentlichung haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit diesem Material und diesem Prozess Stückzahlen im Bereich mehrerer hundert Bauteile herzustellen. Das ist bisher noch nie gelungen. Wir haben damit demonstriert, dass man im mittleren Maßstab bereits in der Lage ist, Serienproduktion zu machen. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass man innerhalb weniger Monate daraus einen stehenden industriellen Prozess machen kann, um Massenproduktion von Gläsern im großen Maßstab durchzuführen. Und damit ist die Vorstellung, Glas ohne Glasschmelze und giftige Abgase zu erzeugen, keine Zukunftsvision mehr.